So, erster Messetag auf dem Weg von der Pension jetzt zum Auto und dann zur Halle. Jo. Bist du vorbereitet? Jo, natürlich sind wir vorbereitet. Geil. Und wir attackieren. Genau, wir attackieren. Welchen Los Stand? Geht's. Was? Achso, nee, erst gehen wir zur PRG-Halle. PRG. Zur okay. Festhalle und treffen da erstmal Jan. PRG also. Genau. Das ist die größte Bude der Welt übrigens. Bis dann. So, Attacke. Wir sind jetzt mal angekommen, nach irgendwie 5 Zirkulationen hochgefahren. Ist das dein Ernst? Ja. Toni macht sich hübsch, weil auf der Technikmesse ganz viele Mädchen rumrennen. An sich sieht's aus wie ein normales Parkdeck. Ist es aber nicht. Guck mal, die Kräne. Ist das eine Aussicht, ey? Boah, die Kräne. Die Kräne? Ich find's geil! Ich bin sehr beeindruckt. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass man hier oben so einen guten Ausblick hat, aber ihr seht ja selbst. Man kann den Leuten von hier oben auf den Kopf hallo zuwinken. So, wir sind jetzt in der PRG-Halle und der Jan macht erstmal eine kleine Livestream-Ansage. Schaut mal. Gleich die Live-Show vom PRG. Natürlich jedes Jahr wieder ein Highlight. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und was ich hier schon so gesehen habe, muss ich sagen, ist schon echt ganz cool. Da sind viele neue Effekte mit dabei und ich bin echt gespannt. Also, der kann das, wir lassen ihn mal reden. Ich werde mich wieder nochmal. Ciao. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und was auch immer. Wir sind gerade Rücken an Rücken, machen gerade einen Vlog gegenseitig und labern gerade. Und es ist echt schwer, was zu hören, weil der hinter mir auch gerade redet. Und wir sind jetzt gerade draußen an der Bühne, waren in der PRG-Halle. Sehr, sehr geile Show. Sehr, sehr geile Show, muss ich sagen. Wir sehen uns aber gleich. Und ich renne bei Timo, Nico jetzt noch in die Kamera rein. Und oh, hallo, wir sind beide da. Hallo. Ja, und wir müssen auch wieder, also Messe ist auch nicht geht immer ja gar nur Larifari. Du musst nochmal zwischen uns im Stativ schleppen. Jo, Toni. Und deswegen, hallo. Guck mal, alle bei der Arbeit. So, wir waren gerade beim Auto, haben jetzt das Kamerazeug geholt. Toni ist schon voll bestückt damit. Und laufen jetzt zu Kevin und Jan, falls noch am Eingang stehen, haben echt lange gebraucht. Wir stehen nämlich am Arsch der Welt. Sagen wir erstmal Voice Akustik Tag, drehen gegebenenfalls schon mal ein kleines Video, dass wir die Ersten sind. Ja, bis gleich. Wir haben gerade zwei Videos abgedreht von Voice Akustik und danke Toni, er macht einen echt guten Job, muss ich sagen. Kein Problem. Richtig geil. Die Kamera ist immer das mit ist mein Start. Richtig guter Kamera-Bro. Und der Stefan, der hat schon wieder so geile Dinge gebaut, ja. Also schau mal hier. Wir sind jetzt hier vom IKRA 12. Ich hatte ein paar Kunden im IKRA 8. Seid gespannt aufs Video. Falls ihr es schon gesehen habt, kann es sein, dass es schon online ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hochlade. Ist ich hab Durst, Nico. Ich auch. Und lass mal was trinken. Ja, auf jeden Fall. Also wir machen mal eben Break. Guck mal. Hey! Yo! Mahlzeit! Wir haben mal jemanden getroffen und einfach mitgeschleppt. Wir dachten, wir entführen ihn einfach mal. Und Honi probiert gerade seinen neuen Hoodie. Der gehört jetzt mir. Und fand er geil. Hat auch einen abgeschnappt. Echt gut. So, wir sind jetzt am Stand von Laser World, sitzen gerade ein bisschen hier und entspannen auf der Couch, weil denn doch die Füße irgendwann wehtun, nicht wahr, Toni? Ja, meine Füße tun auch weh. Im Hintergrund dreht der Jan gerade noch ein Produktvideo und naja, wollen wir natürlich nicht stören. Wenn der fertig ist, gehen wir nochmal zu Eierten wahrscheinlich und dann passt es auch schon fast mit dem ersten Messetag. Nee, es wäre einfach, wenn das ganze Ding auf Deutsch wäre. Nein, ich habe eine englische Variante. Ja, das ist ja auch noch ein bisschen Englisch. Danke, schön noch alles weiter. Sie Unterricht hier. Ja. Du sollst ja auch ein bisschen was lernen. Ne? Keine Ruhe, nirgendwo. Egal, wo man ist, immer lernen. Lernen. Egal, kannst du was lustig. Ich hab... Toni! Ich hab echt überlegt, ob ich sowas mache wie irgendwie. Oder mit diesem, wenn ich du wäre. Keine Ahnung. Manchmal echt schon ein bisschen hart, aber an sich, ey, warum nicht? Ist schon witzig. Weil ein kleines Lavalier mache ich immer, das siehst du nicht, weißt du, versteckt schon. Dann gehst du dahin einfach hin. Ja. Guck mal, wie du am Naschen bist. Jetzt mal zwischen der Arbeit. So Jungs, Nico und Jan sind gerade am Vorbereiten vom Livestream. Und da drüben könnt ihr sie sehen.
kommen ja alle mit Nachrichtigungen. Musst du nämlich die Hänge im Sack? Ja, es kommt alles in den Block. Ja. Ja, 5 Minuten noch, 45, 46. Ja, ich bin sowas von bereit, ich war noch nie bereiter. Nico, bist du top motiviert? Nico, lerne doch. Wirklich, lerne! Mann! So, ich stehe jetzt neben Kevin. In wenigen Minuten beginnt der Livestream von Jan, da ist er. Hallo. Oh mein Gott! Der ist gleich live auf Sendung. Alles schon vorbereitet. Bin gespannt. Es war ein erfolgreicher erster Messetag. Wirklich super, super cool. Vielen Dank an Toni für das Film. Hat er sehr gut gemacht. Die nächsten Tage geht das wieder so weiter. So, eben rendert noch das Video der Voice Acoustic Score 5. Wenn ihr dieses Video von jetzt gerade seht, dann ist das Video schon längst online, also von der Score 5, Link dazu in der Videobeschreibung, ist sehr cool geworden. Es kommen tatsächlich bestimmt ungefähr doppelt so viele Videos von dieser Messe dieses Jahr, wie das letztes Jahr der Fall war. Und naja, macht euch einen schönen Abend, wir sehen uns morgen beim nächsten Daily Vlog. Macht's gut, gute Nacht!